Sekundäre Pflanzenstoffe, jeder kennt sie, jeder weiß, sie sind gesundheitlich bedeutsam, denn sie schützen vor Krebs, sie schützen vor Herz-Kreislauf-Erkrankungen und gegen jegliche Form von Entzündungen. Und entsprechend ist mir das jetzt ein Bedürfnis, diese sekundären Pflanzenstoffe euch in einer kleinen Videoreihe vorzustellen. Wir beginnen heute mit den Carotinoiden. Die Carotinoide. Sie lassen sich in zwei Gruppen einteilen. Einmal die sauerstofffreien Carotinoide und die sauerstoffhaltigen Oxycarotinoide, die auch als Xanthophylle bezeichnet werden. Hierzu zählen beispielsweise Zeaxanthin und Lutein. Die sauerstofffreien Carotinoide verleihen Früchten und Gemüse ihre gelbe, orange oder rote Farbe, wie bei Tomaten, Aprikosen, Pfifferlingen, Orangen, Karotten oder Paprika. Während Xanthophylle vor allem in dunkelgrünen Gemüse wie Grünkohl, Wildkräuter oder Spinat vorkommen. Die wichtigste Aufgabe der Carotinoide besteht in der Pflanze, in der Absorption und Übertragung von Lichtenergie auf das Chlorophyll. Die Carotinoide kommen in sehr vielen pflanzlichen Lebensmitteln vor. Etwa 700 verschiedene Carotinoide sind bisher bekannt. Das in der Natur am weitesten verbreitetste und bekannteste ist das Beta-Carotin, was ihr in der Möhre findet. Aber auch das Lycopin, auch das Lutein, Zeaxanthin und noch einige andere kommen häufig vor. Und die sekundären Pflanzenstoffe sind noch gar nicht alle richtig erforscht. Aber man ist sich jetzt schon sicher, dass sie vielfältige gesundheitliche Vorteile für uns Menschen bringen. Das heißt, zieht euch das Gemüse, zieht euch das Obst rein, möglichst unverarbeitet, und ihr tut auf jeden Fall was Gutes für eure Gesundheit. Wir sehen uns im nächsten Teil von dieser Videoreihe wieder. Ich verabschiede mich. Bis dann, euer Christian.